Hallo, liebe Leute. Ich wollte euch nur einen kleinen Tipp geben. Das sieht scheiße aus. Moment, ich mache das mal lieber so. So kann ich besser. Ja, ich weiß, meine Haare sehen scheiße aus, aber ich weiß auch nicht, wie ich sie machen soll. Ich wollte eigentlich wieder so Rasterlocken reinmachen, aber du kannst ja eh nicht weggehen irgendwie. Ich würde jetzt so gerne mal wieder einen drauf machen irgendwo. Aber du kannst ja vergessen, ist ja alles zu. Jetzt wollte ich die länger wachsen lassen, sodass die hier so runterhängen. Aber das dauert halt. Und so sieht das echt total scheiße aus. Ich habe mir überlegt, hier hinten das wegzumachen und das hier nur so vor. Ist ja egal, das wollte ich auch gar nicht wissen. Vor allen Dingen, da hatte mir jetzt eine Freundin noch gesagt, ich sollte mir doch lila oder grün oder blau färben. Ich erst mal so, naja, warum eigentlich nicht? Aber das hat meine Liebste auch zu mir gesagt, lass es mal lieber sein, du bist schließlich keine 17 mehr. Ich habe dann gesagt, naja, nicht ganz, ich wäre nächsten Monat 51. Und ich glaube, das naja, muss ich jetzt auch nicht mehr haben, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja. Gut, aber wegen den Haaren habt ihr bestimmt nicht eingeschaltet. Nein, es gibt eine Neuigkeit. Ich hatte das, glaube ich, schon mal angeteasert gehabt irgendwo. Jetzt im Februar ist eine TV-Sendung mit mir. Wenn ihr mich im Fernsehen sehen wollt, dann solltet ihr mich im Fernsehen auch haben. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung habe ich euch den Link geschickt und auch da stehen auch die Sendetermine drin. Ich weiß nicht, ab wann die Sendung in der Mediathek ist, da habe ich keine Ahnung. Ich selber gucke es mir auch nur im Livestream an, ZDF Info. Kannst du das ja gucken. Ich habe ja keinen Fernsehempfang. Und wie gesagt, ich gucke es mir auch noch im Livestream an. Ich weiß auch noch nicht, wie ich da zu sehen bin oder was da von mir zu sehen ist. Also ich habe die Schnittfassung noch gar nicht gesehen. Das Ding ist, es geht darum, was kann man mit Magie eigentlich erreichen und kann man mit Magie Sachen behexen, die dann entsprechend reagieren. So, ich habe mich auf diesen Test eingelassen, muss ich dazu sagen. Und habe ein Ritual bzw. einen Zauber gemacht vor sehr vielen Leuten, was überhaupt nicht mein Ding ist, weil ich mache das eigentlich lieber für mich alleine oder halt mit Vertrauten. Und ich war hinterher energetisch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie tot ich war. Das war ein ganzer Sendetag, wenn meine Süße nicht bei mir gewesen wäre. Ich wäre umgekippt. Ich habe hinterher gefühlte 10, 11, 12 Stunden gepennt. Ich war völlig platt. Ich konnte bei der Nachbesprechung nicht mal mehr einen klaren Satz sprechen. Ich war völlig am Ende. Und ich habe da so viel Energie einfach auch gebraucht, um mich da abzuschützen. Na, das ist, werdet ihr dann, ich weiß nicht, wie viel drin ist. Kann sein, dass da nur irgendwie, sind eine Minute, vielleicht sind es 10 Minuten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnt ihr mich da sehen, wie ich da auch ein Ritual mache, wie ich da einen Zauber mache. Und ich werde hinterher, wenn die Sendung gelaufen ist, werde ich auch nochmal ein Video machen und werde dann auch nochmal eine kleine Nachbesprechung machen mit euch. Und ich weiß, wie gesagt, noch nicht, inwiefern ich da erscheine. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Und es ist vielleicht auch mal ein ganz interessantes Thema. Man sollte sich vielleicht auch nicht immer so darauf verlassen, Magie löst nicht alle Probleme. Magie kann nicht alles. Magie ist nichts, was mit Harry Potter zu tun hat oder mit irgendeiner Zahnfee, sondern Magie ist wirklich was, was einen mit den Kräften von fremden Welten verbindet. Und da gibt es halt die eigenen Gesetze. Und das musste ich halt auch erfahren. Und im Nachhinein sage ich aber, es ist eigentlich auch gut so, weil wenn ich mit so einem schwarzmagischen Zauber vor allen Leuten, und diese Sendung, die wird ja auch nicht nur hier in Deutschland ausgestrahlt, die wird auch, ich weiß, die wird also auch in ganz Europa ausgestrahlt, selbst auch in den USA, sonst wo. Es steht auch mein Name dann mit im Abspann, sollte jedenfalls so sein, meine Firma. Wenn das geklappt hätte, so wie ich mir das vorstelle, ich glaube, ich wäre für alle Leute nur irgendwie das ultimative Böse gewesen. Und ganz ehrlich, da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock, weil so schlimm bin ich doch gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht, nö. Oh. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, guckt es euch ruhig an. Ich weiß auch noch nicht, was mich erwartet. Ich werde auch vom Fernseher sitzen mit meiner Süßen, die kommt wieder zu mir morgen. Und dann werden wir uns das Ganze mal angucken. Und die war so goldig, die hat mir so viel Energie gegeben. Aber wisst ihr, wie anstrengend das ist, einen ganzen Drehtag? Die Location war sowas von geil. Ich würde da so gerne mal wieder richtig schön so eine richtig schöne klassische, entweder so eine Gothic-Party dort machen, das würde sich anbieten, oder so eine Fetisch-Party irgendwie, war richtig geil. Aber das war sowas von anstrengend und ich war wirklich energetisch sowas von tot hinterher nach einem ganzen Tag dort. Und ich war echt total am Ende.
Und das Ding ist ja auch, wie gesagt, das werdet ihr dann auch noch sehen, was davon übrig bleibt. Ich musste halt auch viel Energie darauf verwenden, also auch mich selber abzuschützen. Und dann auch, ich wollte ja nicht, dass da jemand ein schlechtes Karma abbekommt durch irgendwelche Zauber. Weil ich meine, die Leute, die da mitgewirkt haben, die können ja nichts dafür. Und die musste ich ja auch davor schützen. Guckt es euch einfach an und hinterher sprechen wir uns dann irgendwie die Tage und dann mache ich nochmal ein Video zu. Okay, alles klar, viel Spaß bei dem Video. Also am 9. Februar im ZDF Info, müsste 2015, glaube ich. Ich verlinke es euch unten in der Infobox und habt viel Spaß dabei und gehabt euch wohl, seid gesegnet, bleibt gesund und ich hoffe, dass ich dieses Jahr mal wieder irgendwo weg kann. Das fehlt mir dermaßen irgendwie, mal richtig einen drauf zu machen, weil ich bin noch keine 70. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.